Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Kinder-Home-Workout. Hallo Hampi. Hallöchen Sarah. Geht's dir gut, Hampi? Ja, mir geht's super. Sehr schön. Machen wir heute wieder zusammen Sport? Auf jeden Fall. Ich bin schon richtig aufgeregt. Bist schon richtig aufgeregt? Oh ja, ich habe ganz, ganz tolle Übungen für dich ausgedacht. Dann erzähl doch mal, was du dir für mich ausgedacht hast. Ah, guck mal, du siehst doch, was ich in meinen Händen habe. Was habe ich da? Mensch, du hast ja Socken dabei heute. Genau. Hast du für mich auch ein paar Socken? Natürlich. Ich werfe dir mal zu. Liebe Kinder, holt euch mal alle schnell ein paar Socken, drückt kurz auf Stopp und dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt alle ein paar Socken gefunden. Am besten nicht benutzte, weil meine sind auch nicht benutzt. Sonst müffelt es ja ganz schön, gell? Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit Sport anfangen, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen uns erstmal warm. Ein bisschen Rennen auf der Stelle. Rennen auf der Stelle, okay. Ja. Mensch, ich habe schon ganz schön lang keinen Sport mehr gemacht. Oh, Sarah, das ist aber langsam. Geht es nicht noch ein bisschen schneller? Schneller? Ja. Okay, Hampi, was mache ich jetzt denn mit den Socken? Mit den Socken? Also, jetzt kannst du sie erstmal von einer Hand zur anderen wechseln. Und wenn es dir aber zu langweilig ist, versuch's mal ein bisschen zu werfen. Genau. Oh, gar nicht so einfach. Nee, ist nicht so leicht. Und wenn es runterfällt, gar nicht schlimm, einfach wieder aufsammeln. Und ich laufe immer schön weiter auf der Stelle, oder? Genau, machst schon richtig gut. Mensch, meine Socken fallen auseinander. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die nächste Aufgabe. Jetzt darfst du es immer um deinen Körper rumgeben. Ja, um meinen Körper rumgeben? Genau, wie so ein großer Kreis um deinen Körper. Mensch, da merke ich schon wieder, dass ich über Weihnachten zu viel gegessen habe. Oh, oh, müssen wir schnell ganz viel Sport machen, dass es wieder besser wird. Und dann gerne mal die Richtung wechseln. Super. Puh. Es wird schon anstrengend, Hampi. Ja, so soll es sein. So, dann würde ich sagen, als nächstes nehmen wir mal unsere Knie immer ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben? Ja. Die Socke in der Hand halten? Genau, die ganz normal halten. Knie nach oben. Super. Und jetzt versuchen wir mal, das Ganze langsamer zu machen. Oh. Genau. Und immer, wenn jetzt ein Knie oben ist, versuchen wir, die Socken unterm Bein durchzumachen. Hampi, genau. Das ist eine richtig coole Übung. Also, liebe Kinder, zieht ein Knie nach oben, gebt die Socken unten durch und wechselt dann das Bein. Und gerne ein bisschen langsamer anfangen. Und wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr immer schneller werden. Auf geht's, Sarah. Mal ein bisschen Tempo. Oh, oh. Sehr gut. Und Knie hoch. Jetzt, Mensch, das läuft, ja. Sehr gut. Und noch 5 Sekunden. Oh. Komm, komm. Hampi. Noch 3, noch 2, noch 1 und geschafft. Okay. So, jetzt Hampi, ist dir warm, oder? Mir ist warm. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, jetzt noch mal ein bisschen Balance und ein bisschen Dehnung. Okay. Das heißt, wir versuchen mal eine Standwaage. Das ist eine wie so ein Flugzeug. Wir breiten mal unsere Arme aus, wie unsere Flügel. Und jetzt versuchen wir mal, ein Bein vom Boden zu lösen und hinten hochzuheben. Genau. Und dann merkst du, wird es ganz schön wackelig. Ja, es wird ganz schön wackelig. Super. So, wenn du das jetzt schon gut halten kannst, dann kannst du auch hier mal versuchen, wieder die Socken immer um deinen Körper rumzugeben. Um meinen Körper rumgeben. Genau. So? Ja. Okay, coole Übung auf jeden Fall. Super. Kann ich das auch um mein Bein rumgeben? Kannst auch gerne um dein Bein machen. Dann kurz mal den Fuß ausschütteln. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Mensch, Kinder, der Hampi, der hat sich heute was ausgedacht für euch. Natürlich, soll ja nicht langweilig werden. Also, Arme erstmal ausbreiten. Dann nach vorne beugen, das Bein hinten hoch und die Socken. Nicht so leicht. Leichte technische Probleme hier. Hast du es gehört? Das? Ja, klar habe ich das gehört, aber nicht so schlimm. Das Brummen, das geht auch wieder weg. Super, dann haben wir die Übung auch geschafft. Nochmal beide Füße ausschütteln. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal die Socken an. Aber aufgepasst, nicht an die Füße, sondern an die Hände. An die Hände.
Genau. So wie der Hampi. So wie ich. Genau. Und dann würde ich sagen, ja, guck mal, jetzt haben wir einen Partnerlook. So, wir gehen mal auf alle Viere. Den Popo strecken wir schön in die Höhe. Oh. Oh. Gut, Spannung machen. Auf die Viere, so. Alle auf die Viere, Popo in die Höhe, Knie vom Boden lösen. Schaffst du das? Und jetzt versuchst du mal den Popo Richtung Decke zu strecken und das Ganze zu halten. Und wenn es gut geht, kannst du jetzt mal versuchen, immer mit einer Hand vorzurutschen und wieder zurück. Und das immer im Wechsel. Boah. Oh, schon anstrengend, Hampi. Super. Richtig gut. Du musst den Bauch ganz fest machen und den Popo anspannen. Super. Wie oft machen wir das? Das machen wir noch dreimal pro Seite. Und noch zweimal. Und komm, noch einmal, Sarah. Dann haben wir es geschafft. Und kurz ausruhen. Mensch, Kinder. Der Hampi, der ist heute richtig gut drauf. Sehr schön. Kurz die Arme einmal ausschütteln. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze noch rückwärts. Und zwar kennst du noch unseren Tisch. Den Tisch? Den kennen ihr bestimmt auch noch alle. Das ist schon lange her, aber ja, ich kenne ihn noch. Genau, sehr gut. Und auch hier probieren wir jetzt mal immer mit unseren Armen nach rechts rauszugehen und wieder ran. Und nach links rauszugehen und wieder ran. So ein bisschen schieben. Genau. Okay. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Nee, haben die. Ist nicht so leicht. Und es dürfen auch gerne nur ganz kleine Bewegungen sein. Das muss nicht groß sein. Und den Popo schön nach oben strecken. Genau. Noch zweimal pro Seite. Oh je, jetzt werden die Socken ja schon ganz dreckig. Oh. Ja, endlich mal den Boden auch geputzt, gell? Ja. Okay. Sollen wir mal gucken, wie unsere eigenen Socken riechen? Ob die nach Käse riechen? Ich bin überzeugt, meine riechen duften frisch. Duften frisch, okay. Darf ich die an meiner Hand wieder ausziehen? Die darfst du gerne wieder ausziehen. Und dann würde ich sagen, dass wir mal unsere Füße zusammenbringen. Mhm. Genau. Schön die Fußsohlen zusammen. Und dann lass mich raten, die Hände in die Mitte. Ja. Dann hier nach vorne krabbeln bis zu den Zehenspitzen. Genau. Und dann probieren wir mal einen tiefen Atemzug an unseren Socken zu riechen. Und wie riechen sie? Fantastisch. Fantastisch. Für euch daheim bestimmt auch. Wir nehmen noch drei tiefe Atemzüge. Super. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach oben, oder? Gehen wir nochmal nach oben, ja. Was haben wir denn noch nicht gemacht, was eigentlich immer mit dabei ist bei unserer Sportstunde? Den Hampelmann. Ja, genau, meinen Hampelmann. Richtig, Hampi. Wie sieht denn der Hampelmann heute aus? Also, ich würde sagen, wir wiederholen nochmal den von letzter Woche, den der René uns gezeigt hat. Und machen dann gleich noch einen etwas schwierigeren dazu. Okay, also liebe Kinder, die Füße gehen auf und zu, auf und zu. Die Hände hoch, runter, hoch, runter. Und das probieren wir jetzt gleichzeitig. Ja! Zu, auf, zu. Kannst du es auch schneller? Auf, ja, super! Zu. Das schafft ihr daheim bestimmt auch schon so gut wie die Sarah. Sollen wir es mal ein bisschen schwieriger machen? Komm, wir machen es ein bisschen schwieriger, Hampi. Gut, ich würde sagen, die Füße bleiben gleich. Immer auf und zu. Also auf, zu, auf, genau. Zu. Genau. Und unsere Arme, die nehmen wir jetzt immer nach vorne und nach hinten. Okay. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Genau. Oh, auch schon richtig gut. Das könnt ihr jetzt ein bisschen üben. Und dann schauen wir mal, ob ihr es nächste Woche auch dann richtig gut könnt, so wie die Sarah. Oder schon am Freitag. Oder schon am Freitag. Wer weiß, vielleicht seid ihr auch schon so schnell. Ihr macht ja regelmäßig unseren Sport mit, deswegen bin ich mir sicher, dass ihr das da schon könnt. Super, dann haben wir es wieder geschafft mit unserer Hampelmann-Stunde. Wir haben es geschafft für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und viel Spaß am Freitag mit dem anderen Sportlehrer. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Hampi. Bis Freitag.